Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt es zwei besondere Coca-Cola Light bzw. Diet Coke Sorten aus England. Da gibt es tatsächlich eine Diet Coke mit Sherry-Geschmack. Sherry sage ich extra mit SCH, so spreche ich das gerne aus, Sherry. Und a hint of Chili, das heißt Kirschgeschmack, Cola Light und ein bisschen Chili ist auch noch dabei. Wie mag das nur schmecken? Die Frage werden wir gleich beantworten. Und es gibt noch eine Diet Coke in England, Exotic Mango, also mit Mango-Geschmack. Ich bin sehr gespannt, ob die mir richtig gut schmecken wird. Denn einer meiner Lieblings-Fanta-Sorten ist übrigens Fanta Mango. Diese beiden Dosen habe ich nicht in England gekauft, sondern habe ich von Beast Mode Germany bekommen. Dafür nochmal vielen lieben Dank. Ich kann sie heute mit euch deswegen aus diesem Grund auch testen, ohne dass ich jetzt nach England fliegen musste. Und womit fangen wir an? Ich habe großen Respekt vor Chili. Ich fange mit meiner Lieblingssorte im Fanta-Bereich an, Mango. Krass, ich bin echt so gespannt, wie das schmecken wird. Ich habe mich natürlich auch vorbereitet, denn ihr wollt wahrscheinlich auch wissen, sieht das denn auch wie Cola aus? Ich denke doch, aber zur Sicherheit habe ich hier so ein schickes Sektglas mitgenommen. Und da werden wir es gleich mal umfüllen. Jetzt auch drauf, Made in GB, Great Britain. Oh, das riecht schon mal lecker nach Mango. Jetzt gebe ich das hier mal rein. Ist jetzt nicht gelber oder so, sondern einfach auch ganz normal von der Cola-Farbe, seht ihr auch, ne? Genau. Ich sag nur, wohl bekommt's, ihr Lieben. Eggs und Hop. Und es ist tatsächlich dieser leckere Mango-Geschmack, den ich an Fanta Mango so mag. Es ist so ein ganz bestimmtes Aroma und das finde ich irgendwie mega mäßig geil. Und dieses Aroma hat es jetzt in diese Diet Coke geschafft. Wie jedes Produkt ohne Zucker oder wie fast jedes Produkt hat es auch diesen typischen Diät-Cola-Nachgeschmack, den ich halt nicht so mag. Weil wir haben jetzt hier erst fruchtig, mango-mäßig und danach ist dieser typische Diät-Cola-Nachgeschmack, aber wer Coca-Cola Light mag, wird diese Sorte garantiert lieben. Es gibt ja immer solche und solche Geschmäcker, sage ich mal. Deswegen bin ich ganz so ein Fan von zuckerfreien Produkten, weil ich bei dem Nachgeschmack immer so ein... weil ich den Nachgeschmack nicht mag. Trotzdem finde ich es aber auch irgendwie lecker. Es ist so ein bisschen... Das ist jetzt kein Sadismus, sondern es liegt daran, es schmeckt einfach gut in dem Moment, wo man es im Mund hat. Nur was danach passiert, das ist immer so ein bisschen so, schade. Jetzt gebe ich immer ein bisschen Wasser in mein Gläschen rein und machen wir gleich weiter mit Kirsch und Chili. Was ich ziemlich cool fand, war ja damals die Sprite Zero mit Minze, die gibt es ja auch noch. Und dieser Minznachgeschmack, der hat mich immer so ein bisschen hinweggetröstet über diesen Nachgeschmack des Zuckeraustauschstoffs. Also ich fand, das Minze hat das immer so ein bisschen schön überdeckt. Und vielleicht schafft es ja auch Chili in dieser Fanta Light Sherry diesen Nachgeschmack zu übertünchen. Deswegen mag ich es immer mit so ein bisschen Pep. Es gibt ja auch eine Coca-Cola Light mit Limette, das finde ich ganz interessant. Und auch eine Coca-Cola Light mit Zitrone, so Spritzer Zitrone gibt es auch von Pepsi, glaube ich. Und das finde ich schon sehr lecker. So, wir machen weiter mit der Diet Coke und Feisty Cherry. Heißt das freche Kirsche auf Deutsch? Ich glaube doch, oder? Feisty heißt, glaube ich, freche Kirsche und ein bisschen Chili. Das Freche kommt wahrscheinlich durch die Chili. So, das Glas ist gespült, mein Mund auch. Wir kippen es hier rein und es ist auch nicht rot. Es sieht ganz normal aus wie die andere Cola auch. Riecht, ach Gott. Auch dieser Sherry-Geschmack wird euch bekannt vorkommen, wenn ihr schon mal Sherry-Cola getrunken habt, ist mir so leid. Entschuldigung da draußen für alle, die gerade eine Gänsehaut kriegen, weil ich Sherry wie Sherry ausspreche. Aber so ist es nun mal. Müssen wir jetzt aushalten. Ich probiere es mal. Und? Sherry, Sherry Lady. Schmeckt wie eine Sherry Light Coke. Ganz lecker. Kirschgeschmack kenne ich. Was ist ja mit dem Chili hier los eigentlich? Ich esse ja immer sehr, sehr scharf mit das. Ganz gerne indisch und mache dann immer noch diese rote Würzpaste drauf.
Vielleicht bin ich bei Schärfe auch schon so abgehärtet, dass ich gar nichts mehr rausschmecke. Steht ja auch ein bisschen Hint auf Chili, also ganz, ganz leichter Hauch. Ja, vielleicht wird es ein bisschen heiß. Wer etwas sensibler auf Schärfe reagiert, wird das bestimmt besser herausschmecken als ich. Ich habe so ein ganz, ganz, ganz leichtes Brennen auf der Zunge. Ich hoffe, das kommt wirklich von dem Chili und nicht woanders her. Interessant. Und diese Sorte finde ich doch ein bisschen besser als die Mangosorte. Auch wenn ich Mango mehr mag, aber dieser kräftige Sherry-Geschmack, der übertüncht mehr diesen Nachgeschmack von der Diät-Cola. Deswegen finde ich diese Sorte echt ganz lecker. Die bekommt 8 Punkte. Die Mangosorte bekommt 7 Punkte aus der Sicht eines Getränkeliebhabers, der sonst lieber die vollwertige Variante nein, der eigentlich sonst keine, nicht so gerne Zucker-Austauschstoff mag, ihr Lieben. 8 Punkte für die Diet Cherry mit ein bisschen Chili, 7 Punkte für die Diet Mango. Habt ihr die auch schon probiert? Schreibt es in die Kommentare. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!